Und damit auch ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren neuen Let's Play in Gold Rush Simulator. Ihr seht schon rechts oben, Leute, wir haben ein bisschen was an Kohle verkauft. Wie gesagt, ich habe die ganzen Goldbarren eingeschmolzen, habe 200.000 plus gemacht, habe natürlich auch was freigeschaltet und natürlich die Kosten abbezahlt. Aber das, was wir freigeschalten haben, das werden wir gleich nach Anschluss machen. Wir werden jetzt die letzten Eimer noch durchballern und heute habe ich was Spezielles vor. Beziehungsweise es ist auf jeden Fall was Interessantes, was ich gerne testen würde. Zwar kann man ja auch Arbeiter einstellen und das würde ich sehr gerne testen mal. Das Magnetit, okay, das können wir ja in Anschluss verkaufen, beziehungsweise das werde vielleicht ich machen. Ich würde vorschlagen, was ich mache, ist erstmal die Goldmenge erhöhen, dass man viel mehr schmelzen kann. Dann würde ich vielleicht sagen, die Goldverlust ein bisschen reduzieren, dass der auf jeden Fall noch erhalten bleibt und dann wieder die Kosten oder so. Das würde halt ich vorschlagen und dann am Schluss kann man ja das Magnetit verkaufen. 23% haben wir. Und was ich noch sagen muss ist, wenn ich auf Karte des Goldes gehe, bei 112 habe ich schon gefahren, ihr seht selber, komplette Goldmenge 43 Unzen. Ihr seht selber, 300, komplette Goldmenge 332 Unzen. Hier 200, 300 Unzen, 166 Unzen. Also es wird schon ungefähr gesagt, was wir an Unzen gewinnen können. Yes, Alter, wir haben schon die 60 Unzen geknackt, Leute. Schaffen wir sogar noch die 70 Unzen? Ja, ich glaube, die 70 schaffen wir auch noch. Schaffen wir die 75 Unzen noch? Also, ich glaube, das hat diesmal richtig gut Cash gegeben. Man darf natürlich nicht vergessen, wir haben noch, glaube ich, drei Eimer beim schlechten Part gefarmt und dann erst beim besseren. Aber ich muss sagen, an sich, es läuft recht gut, muss ich sagen. Klar, wenn ich jetzt hier auf die Karte des Goldes gehe, Goldmenge 43 Unzen, okay. Hier ist auf jeden Fall, also wo ich zur Zeit schürfe, ist bei dieser Menge bei 166 Unzen sind hier und hier 300 Unzen. Komplette Goldmenge. Also, da muss ja richtig was drin sein. Die ganze Schicht ist ja komplett überfüllt. Alter, wir sind schon bei 75 Unzen. Es steigt immer noch. Das sind wirklich die letzten zwei Eimer. Die habe ich beim perfekten Ort rausgeholt. Während das jetzt noch runterläuft, wir werden jetzt noch nicht zuschauen, weil das werden wir gleich sehen, wenn es fertig ist, werden wir jetzt mal ans Tablet gehen. Denn ich habe das hier freigeschaltet. Crew anhalten. Oben steht Arbeiter am Waschanlagen, okay, 0% der Leistung der Waschanlage, Arbeiter an Fahrzeugen. Warten. Dante Weiss, Preis 503 Euro kostet der am Tag. Arbeit 18%, okay. Stufe Tier 1. Spezialisiert ist er auf dem Bagger. Es gibt nur noch einen Arbeiter, der frei ist. Eigentlich, wenn er auf Bagger spezialisiert ist, ist es doch, der ist richtig nice für uns, wäre doch das gut. Weil dann könnte man vielleicht theoretisch mit zwei Bagger was holen. Oh, die Goldanlage läuft immer noch. Denn vielleicht wäre heute der Tag, Leute, an dem wir sagen, okay, wir kaufen uns einen neuen Bagger. Wir haben jetzt 83 Unzen rausbekommen. Ich denke mal, das war eine solide Leistung. Deshalb würde ich sagen, Leute, ab in die Stadt. So, Leute, ich war jetzt gerade in der Stadt und habe ein bisschen durchgeschaut. Also, für die bessere Waschanlage, wenn ich jetzt auf Notizen gehe, für das Ganze, die Sachen hier, bräuchte ich so 100. 30k. Wenn ich sogar den Stromgenerator nicht kaufen würde, also den besten, dieses Stromhaus, diese riesige, 160 sogar. Also, wir würden das ganze Geld brauchen. So, ich würde jetzt sagen, was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt den hier praktisch anstellen? Okay, wir haben praktisch einen Angestellten. Habt Parzelle 1, Parzelle 2, Stufe 1 Hydraulik, Geschwindigkeit plus 3,5%. Okay. Stufe 2 Ausfallrate. 500 Dollar kostet jetzt am Tag. Okay. Das zuweisen. Der müsste doch jetzt arbeiten. Ich bin jetzt auch gespannt, wie er arbeitet. Wie das eigentlich wird. Ob der dann selber hingeht. Ob der. Keine Ahnung, Leute. Da bin ich echt gespannt. Ja. Wenn ich jetzt auf Karte gehe, wo ist denn mein Arbeiter? Ich sehe halt gar keinen. So. Wir fahren jetzt mal hinter zum Gelände, denn ich würde mal gerne testen, wenn die Markt vielleicht arbeitet er wirklich erst, wenn die Waschanlage steht oder so. Das kann natürlich auch sein. Also, ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen was erledigt, beziehungsweise schon war fleißig hier, habe natürlich das wieder umgeschaltet, habe hier ein bisschen rausgeschürft. Und ja, ich weiß, die steht war echt an der Kippe hier, aber okay, es funktioniert ja an sich. Also, wir starten mal die ganze Stüssel hier. Das Feuer mal an. Dann feuern wir natürlich die Wasserpumpe an. Alter Vater, der steht aber ganz schön risky hier. So, ich würde sagen, wir müssen den ein kleines bisschen umdeponieren. Da jetzt
Überhaupt keinen Bock, dass der hier runterfällt. Zack, 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 zack. So. Dann lassen wir den auch so stehen. Beziehungsweise, ich will jetzt wissen, wie das ist. Also, ich glaube, wir müssen erst die Maschine zuweisen. Aber es schadet ja nicht, dass die jetzt komplett leer ist. Wir werden jetzt das ein bisschen auf die Seite stellen, weil das brauchen wir wahrscheinlich später wieder. Die Arbeitslampen heute nachts. Denn ich würde die nächste bessere Waschanlage auf jeden Fall erst nächstes Mal in Betrieb nehmen, wenn wir das Geld haben. Ich glaube, wahrscheinlich brauchen wir noch den Lader dazu. Also nicht den größeren Bagger, sondern nicht den Lader, sondern den Muldenkipper. Genau das ist es. Also Leute, ich habe jetzt ein bisschen was probiert. Ich habe jetzt auch das Gold verkauft. Vielleicht haben wir heute einen anderen Plan. Ich habe jetzt den Bagger mal vorgetankt, weil es hatte mal Kästen 1%. Vielleicht nehmen wir das nicht an. Vielleicht funktioniert auch diese mobile Waschanlage nicht in der Sache mit dem Helfer. Deshalb würde ich sagen, wir machen jetzt mal Folgendes. Der Bagger, ich kann ja wieder ihn hinfahren. Und zwar können wir ja ihn auch zurücksetzen. Hier Bagger wiederherstellen. Hat jetzt auch Kraftstoff verloren. Das würde mich einfach mal so aus Neugierde interessieren. Bisschen was, oder? Ja. Aber das ist jetzt ja nicht großartig die Welt was. Okay, der ist sogar falsch rum, aber das ist jetzt ja kein Problem. Deshalb dann würde ich sagen, Leute, dann machen wir es einfach so. Wir müssen den sowieso wegfahren. Jetzt kommt mir erst. Denn ich würde dann sagen, dann kaufen wir noch gleich, also richten wir für die bessere Waschanlage her. Kaufen uns ein bisschen ein und platzieren sie auch. Denn es bringt halt gar nichts, beziehungsweise wenn der Arbeiter das nicht macht, oder beziehungsweise es wird wahrscheinlich vom Sprit her so geregelt sein, damit der Arbeiter sagt, okay, das funktioniert nicht, du kannst nur die und die befüllen. Weil die Waschanlage könnten wir uns ja kaufen, die kostet 130. Wir könnten ja auch die schlechten Stromgenerator benutzen. Ich habe noch so einen kleinen auch gekauft, einen Stromgenerator und eine Wasserpumpe, vielleicht würden die auch schon reichen. Und so einen Muldenkipper könnte man sich ja auch ausleihen. Also es wäre eine. Auf jeden Fall eine einmalige Sache. Ich würde sagen, den Partner mal hier. So. Wir brauchen natürlich zu Beginn Kraftstofftankstelle nicht, Flutlichtanhänger auch nicht. Wir brauchen natürlich, damit wir diese Sachen auch bewegen können, Stahlseil. Ich kann mir vorstellen, 4 Meter ist jetzt das wenigste. Wir brauchen auf jeden Fall hier welche. Das längste Stahlseil, die kann man brauchen, um Rüttler und andere große Gegenstände zu transportieren. Ich würde sagen, 6 Stück auf jeden Fall. Wir können noch von den kurzen, ich glaube, die werden wahrscheinlich eher wenige gebraucht, aber können wir auch welche mitnehmen? 6 Stück an der Zahl oder nehmen wir mal 4 Stück? Ja, nehmen wir mal auch 6 Stück mit. Denn ich glaube, die könnten auf jeden Fall auch wichtig sein. Bestellung, perfekt. Jetzt haben wir die schon droben und jetzt geht's ab zum Maschinenhändler. Also, ist auch irgendwas ein Angebot? Ich würde sagen, ich weiß nicht, wie es ist. Der wäre vielleicht noch interessant, der würde zum Ausleihen einfach mal 3,5 kosten, okay? Das wäre ja eigentlich akzeptabel. Und zwar wird benötigt, sind das die kurzen Stahlseile oder die langen? Also das Stromwerk würde ich jetzt mal nicht empfehlen. Die Wasserpumpe weiß ich auch nicht, weil ihr seht selber, am Rüttler angeschlossen ist, sind ja diese roten Schläuche. Wir könnten ja auch zwei rote Schläuche reinschmeißen, so ins Wasser und dann auch die Sachen damit verbinden. Es würde natürlich auch funktionieren. So, wir brauchen zunächst auf der rechten Seite, bei der 6 wird angeschlossen, wir brauchen einen Rüttler. Drei Waschrinnen, bei B seht ihr und bei 2x E seht ihr erst zwei Waschrinnen und dann noch eine andere Rinne. Dann Duplex-Chick brauchen wir gleich zwei Stück an der Zahl und eine, wie heißt das? Die Waschtrommel, genau. Und auch ganz am unten kommt die Hogpen wieder hin. Drei Stück. Dann, die brauchen wir natürlich noch nur einmal. Die fügen wir auch hinzu. Dann, ich weiß jetzt nicht, das wird gebraucht. Eine Waschrinne, die die Trommel mit dem Duplex-Chick verbindet. Da kauft man nur eine, beziehungsweise wird auch nur eine gebraucht. Eine Waschrinne, die kleine Steine vom Rüttler entfernt. Ich weiß nicht, ob die auch gebraucht wird, Leute. Das weiß ich jetzt leider nicht. Wir können noch mal kurz rauf gehen auf Notiz. Wo haben wir den Rüttler? Können wir es natürlich. Wir können das. Wie ist eigentlich das zum Fixieren? Weil hier sind ja keine so Haken, diese Ösen halt hier, wo man das hebt. Das hier genau. Die hier. Sind hier nicht klar, den Kraftstofftank, den können wir später auch kaufen, das wäre eine andere Sache. Dann brauchen wir auf jeden Fall den Rüttler. Dann brauchen wir den D-Rock, brauchen wir nicht. Den Duplex-Chick 1, 1 und 2. So, wir nehmen auf jeden Fall die 7 Meter Stahlseile. Ich denke, die sind auf jeden Fall wichtig. Also, wir können hier unten anschließen und hier oben. Ich weiß nicht. Ich hoffe, die. Da bin ich echt gespannt, wie das jetzt ist. Zack. Ob das jetzt auch reicht vom Platz her und ja, zack, dann kommt es hier hin. Da müssen wir natürlich den Bock ein kleines bisschen
heben, obwohl das, oder könnten wir auch darum gehen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob das Spiel so realistisch gemacht ist. Ah, seht ihr das? Es wird sogar angezeigt. Ach lol, wir sind schon komplett ausgefahren, der Arm, der Kleine. Dann müssen wir das zumachen. Zack. Dann. So, ich hoffe, das klappt da auch. Das Objekt muss auf einer. Ach so, okay. So. Wie gesagt, wenn noch was fehlt, werde ich natürlich das noch nachbessern, beziehungsweise werden wir noch da Kabel kaufen und alles. So, wir testen, beziehungsweise werden das erste Teil in Position bringen. Zack. So. Wir werden noch mal ein bisschen zurückfahren. Das ist, ich weiß nicht, wie das die Mechanik ist. Zack. Dann werden wir natürlich hier das Ding langsam in die Höhe bewegen. Zack, zack. Ich weiß nicht, reicht das? Das, ach, die langen Steißer, die reichen nicht mal. Also reichen schon, aber. Wir müssten das echt nochmal umändern, weil anscheinend ist das wirklich zu lang. Da brauchen wir echt, der sieht selber. Wir brauchen auf jeden Fall die kurzen Seiten, das sind viel zu lang, also das funktioniert nicht. Wir haben jetzt zwar den Arbeiter, aber er ist dann nicht verloren. Also wenn jetzt diese Waschlage in Betrieb genommen wird, beziehungsweise dann leihen wir uns halt einen Multenkipper, einen Bagger haben wir, wenn er den befüllt oder so. Ich bin gespannt, wie das noch sich verläuft. So. Oh mein Gott, hat mich jetzt gerissen. Also das finde ich, okay, ist cool, aber es ist ja halt blöd, weil es so eigentlich komplett einfach mal richtig reingeballert wird. Das ist hier. Also ich bin gespannt, wie das ist. Da kommt hier praktisch die Befüllung oder so hin. Ah, okay. Genau, okay, man muss es so hinstellen. Ah, und da sind die Schürfmatten. Alles klar, alles klar. Da komme ich schon langsam mit. Ich finde es auch cool, dass die Kabel noch so dranhängen. Das sieht echt stylisch aus. So, Stückchen drehen. Drehen, 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 drehen. Also wie gesagt, die Maschine macht echt, also ist cool, aber ich weiß jetzt zum Beispiel, dass nicht hier das Seil jetzt einfach mal gerissen ist. Das verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht. So, das hier, wie gesagt, Strom, das müssen wir halt noch alles anschließen. Aber seht ihr das hier? Das brauchen wir anscheinend zweimal. Es wurde nur ein einziges Mal, ich habe mir hier gedacht, das kommt hier rein. Also, dann ist irgendwie keine Ahnung, Leute. Dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich aber auch nicht, wo die Waschlinien gebraucht werden. Das ist das, was ich dann nicht verstehe. Werden wir es gleich sehen, beziehungsweise werden wir es gleich sehen, wenn wir eine anhängen, ob da noch eine platziert werden kann. Oder auch nicht. So Leute, also ich habe jetzt das zwar angehangen, aber es zeigt mir hier kein gelbes Licht. Also, ich glaube, hier könnte man noch was platzieren. Und zwar, dass du das, glaube ich, hier mit so einem Förderwerk hinstellst. Also dieses Schaufelförderwerk könnte man wahrscheinlich hier schon. Klar, man könnte es so machen, das wäre eine Option. Man könnte es ausleihen, dann hierhin liefern lassen, anhängen. Und wenn es gelb ist, könnte man es hier herstellen. Dann könnte man praktisch mit einem Tieflader. Ich glaube, das wird schon. Hier kommt dieses Schaufelwerk hin und hier kommt diese Station, wo man mit dem Kipplaster hinfahrt. Also müsste man theoretisch das gesehen, es ja mit dem Lader hier hoch befüllen. Also hier kommt natürlich die ganze Sache hier rein. Okay. Dann läuft es hier rüber, läuft hier runter. Was kommt hier noch hin? Oder ist es einfach nur so, dass man hier hingehen kann und schauen kann? Das kann wahrscheinlich auch sein. Also dann läuft es hier runter, hier in die Trommel rein. Dann brauchen wir einfach noch ein sowas. Und hier kommt unten einfach die Hockpen hin. Anscheinend mal zwei kommt die hin. Die wird man noch installieren müssen. Und da müssen wir eigentlich soweit alles haben. Also die großen Waschlinien, das war eigentlich ein kompletter Fehlkauf. Wie gesagt, es hat halt hier geheißen, ihr seht selber Waschlinien. Okay, dass jetzt dreimal die gleiche gemeint wurde, habe ich leider nicht aufgepasst. Ist an sich mein Fehler, muss ich sagen. Okay, aber dann würde ich sagen, haben wir es soweit. Und dann unten, wie gesagt, können wir noch die Hockpen installieren. Also anscheinend brauchen wir Duplex-Chicks, also brauchen wir auch Strom und die Hockpen braucht Wasser anscheinend und vier Matten. Okay. Also brauchen wir wahrscheinlich die mit Wasser betriebene Hockpen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Ich werde noch schauen, dass wir das zusammen basteln, damit wir nächstes Mal auf jeden Fall den Probelauf machen können. Ich bin gespannt, wie die Sachen hier funktionieren. Denn ihr seht selber, die großen Rinnen sind auf jeden Fall Fehlkauf. Und ja, müssen wir nochmal schauen, beziehungsweise muss ich die noch kaufen? Dann werden wir nächstes Mal die Verkabelung anbringen und unseren Testlauf machen. Ich bedanke mich jetzt schon mal recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal zu einer weiteren neuen Folge. Bis dahin und.